Liebe Dino-Freunde und Elektrotechnik-Enthusiasten, heute prüfen wir die Elektrozaun-Szenen aus Jurassic Park mit Scientific Approvals. Okay, Sam Neill hat schon mal höchst professionell die Spannungsfreiheit des Dinosaurier-Schutz-Elektrozaunes festgestellt anhand erstens Sichtprüfung, Status-LED-Lampe ist aus, okay. Melanie, machst du mir bitte noch einen Approved But-Button? Danke. Also, naja, wenn Status-LEDs an sind, ist das schon mal eine gute Indikation dafür, dass irgendwo Spannung anliegt. Aber wenn Status-LEDs aus sind, ist das keine eindeutige Indikation dafür, dass tatsächlich keine Spannung anliegt. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Und in dieser spannenden Szene sieht man die Zaun-Statusleuchten in Action. Und höre ich da ein paar Corona-Entladungen-Soundeffekte? Gut gemacht, Respekt. Nur die Autos fahren mir da zu dicht dran. Das sollte man besser abschranken, da die Passagiere jederzeit die Autos verlassen können und nicht angeschnallt sind. Genau. Sehen Sie? Ich habe schon wieder recht. Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Tja, jetzt sitze ich ja ganz allein rum. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir elektrische Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Vorsicht, Kinder, komm zurück. Geht nicht zu dicht an die Autos. Für Weidezäune gibt es übrigens auch Status-LED-Anhängerdinger für die Drähte, die bei Betrieb bzw. den Spannungspulsen Leuchtsignale geben. And you get down to around 2200 volts, it quits flashing. Natürlich. Okay, weiter. Der zweite Spannungstest. Einen offensichtlich trockenen Ast dran schmeißen, also ein Isolator in sicherer Isolationshöhe. Hier ist übrigens das Originalskript in Englisch. He pokes the wire with a stick. Poking wires with a stick. No sparks fly. Das heißt wohl, der Strom ist abgeschaltet. Not approved. Nein, das heißt nicht, der Strom ist abgeschaltet, sondern es liegt keine Spannung an. Im Original sagt Grant übrigens, well, I guess that means the power is off. Also eine schlechte deutsche Übersetzung. Ja, ist ein Fall von Lost in Translation. Wenn die Spannung eingeschaltet ist, dann resultiert daraus unter Umständen ein Strom, wenn du den Ladungsträgern einen Pfad anbietest, der die Masche komplettiert. Jetzt wird mir alles klar. Also ich sollte, glaube ich, noch weiter vorne in der Erklärung anfangen. Also, es gibt sehr gute Leiter, extrem schlechte Leiter und es gibt Halbleiter. Hä? Halbleiter. Silizium wäre so ein Material. Silizium leitet Strom so halb. Man kann die Leitfähigkeit von Silizium auch gezielt einstellen, indem man das Silizium mit einer Prise eines anderen Elements würzt. Disclaimer, Halbleiter nicht relevant für Elektrozahnproblematik. Ein toter, trockener Ast ist ein sehr schlechter Leiter, aber ein guter Isolator. Die Erklärung ist dieselbe wie beim berühmten Stunt, als Timmy mit einer Menge Pyrotechnik rückwärts vom Elektrozaun flog, als diese eingeschaltet wurde. Total unrealistisch. Er befand sich nämlich, genau wie der geworfene Ast, floatend am Zaun, ohne Kontakt zur Erde. Er wäre einfach mit auf die 10 kV Potenzial gegen Erde gebracht worden. Vögel sitzen ja auch auf der Hochspannungsleitung, ohne ein Gewicht zu bekommen. Gefährlich wird es nur für Vögel mit großen Schwingen beim Losfliegen oder Vögeln, die in Reihe auf Isolationsstrecken sitzen. Wow, Alter, volle Ladung. Flasht voll rein. Die Vögel berühren aber nicht die Erde. Es kann also kein geschlossener Stromkreis entstehen. Der Strom in den Leitungen fließt einfach unter ihren Füßen vorbei, ohne ihnen einen Stromschlag zu verpassen. Meistens lassen sich die Vögel aber eh lieber auf dem Seil über den Stromleitungen nieder. Da fließt nämlich überhaupt kein Strom. Der Strom wird in der Regel durch den Verbraucher eingestellt, beziehungsweise er kommt empirisch nach dem Ohmschen Gesetz zustande. U gleich R mal I. U ist Deutsch für Spannung, R ist Resistor und I ist Current, also Strom. Ist doch logisch. Kurze Wiederholung aus dem ersten Video über Elektrozäune. Bei einem Weidezaun gibt es den Pulsgenerator als Energiequelle, der einen sicheren kurzen Spannungsimpuls erzeugt. Das ist unangenehm, aber nicht tödlich. Der Pluspol wird an den Zaun angeschlossen und der Minuspol wird in die Erde gepflockt. In der Weidezaunanwendung. Der Drahtteil des Zauns ist das sogenannte Hotwire. Dort liegen dann auch die Spannungsimpulse an. Die Stromrückführung, also die Erde, kann auch noch entlang des Weidezaunes durch mehrere Erdpflöcke und Erdkabel verstärkt werden. Der Körper eines Lebewesens bildet den Widerstand, über den dann der Stromkreis letztendlich geschlossen wird. Je höher der Widerstand des Körpers, desto geringer der resultierende Körperstrom laut Ohmschen Gesetz. Allerdings bedeutet das auch, dass weniger massige Lebewesen mit geringerem Körperwiderstand höhere Ströme abbekommen. Und in den meisten Fällen vertragen solche kleineren Lebewesen im Umkehrschluss auch weniger Strom. Der Schwellenwert, ab dem Körperströme bei Menschen als kritisch angesehen werden, liegt bei 30 mA. Wenn wir 12 Ampere in Sie reinjagen, werden Sie mir nie wieder vertrauen. Das ist auch einer der Diskussionspunkte des Elektrozaunsystems beim alten Jurassic Park, denn Dinos gibt es in einer sehr breiten Streuung von Körperwiderständen.
Debatte. Und zwar wird hier richtig bemerkt, für einen Tyrannosaurus sind 10.000 Volt Schock noch milde. Aber was ist mit kleineren Dinosauriern wie dem Triceratops oder dem Stegosaurus? Es kann ja nicht angehen, dass die kleinen Dinos dann getötet werden und der große trotzdem rauskommt. Also da hätten die sich mal was Besseres überlegen sollen. Zum Beispiel Maulkörbe. Alles klar. Oder hohe Mauern aus Stahlbeton. Ist ein gutes Zeichen. In der Produktentwicklung bestand man darauf, dass die Mauern höher gebaut werden sollen. Und das Gehege ist ausreichend gesichert. Wir haben die besten Bauingenieure der Welt. Oder futuristische Hochsicherheitskugeln aus transparentem Material, mit denen man durch den ganzen Park rollen kann und sich alles genau anschauen kann, ohne gefressen zu werden. Willkommen an Bord des Gyrosphere, einer erstaunlichen Maschine, ermöglicht durch Wissenschaft. Fortschritt gewinnt immer. Vielleicht sollte der Fortschritt mal verlieren. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Sie tun so, als ob hier alle Wissenschaftler dem Wahnsinn verfallen wären. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Darum sitzen Sie in unserer unkaputtbaren Schutzkugel, die Sie schützt vor dem Speichel des Dilophosaurus. Not approved. Und zusätzlich ist jedes Fahrzeug umgeben von Aluminium-Oxynitrit-Glas. So hart, dass es einer Kugel vom Kaliber 50 standhält. Sure? Yeah. Oh my fucking god. Not approved. Die Gyroskop-Technologie hält die Sphäre jederzeit aufrecht. Wo sind die denn? Sie braucht sich keinerlei Sorgen zu machen. Oh Mann. Freunde, helft mir! Not approved. Was geht denn hier ab? Wie viele Besucher? 22.216. Irgendwelche Zwischenfälle? Ja, 6 Kinder in der Vermisstenstelle, 28 Personen mit Hitzschlag. Wenn man bei uns gefressen wird, dann höchstens bei einem Zwischenfall. Hier wird keiner. Gefressen? Warum ist die westliche Ebene geschlossen? Ortungsimplantate mit Elektroschockfunktion. Die unsichtbaren Zäune sind doch angeblich ausfallsicher. Das ist schon das zweite Mal in diesem Monat. Ja, die Paris zerstören ihre Implantate, wenn sie mit den Schädeln aneinander rammen. Das Implantat generiert einen Stromschlag, wenn sie einem Zaun zu nahe kommt. Was ist das? Das ist ihr Ortungsimplantat. Sie hat es sich rausgerissen. Woher weiß sie, wie das geht? Sie wusste, wo man es hier eingesetzt hat. Der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist, zu akzeptieren, dass man eigentlich keine Kontrolle hat. Entspannen Sie sich. Doppelt gesicherte Schleusen anstatt einfacher Eintorzäune, durch die selbst so ein billiger Jeep einfach durchbrechen kann. Ja, oder diese Elektroschockgewehre, Stäbe, was auch immer, gelegentlich mit Lichtbogeneffekt. Keine Bewegung. Aber vielleicht kriegen Sie eine von denen. Natürlich müssen Sie dann erstmal lernen, wie man damit... Jetzt habe ich aus Versehen mich erwischt. Schutz gegen elektrischen Schlag, Basisisolation und zusätzlich Verbindung aller Metallgehäuse mit dem Schutzleiter und automatische Abschaltung im Federfall. Bei Dino-Schutz-Elektrozäunen kommt man dabei natürlich in Konflikt. Ich meine, was ist der Federfall? Um da nicht zu viel hinein zu interpretieren, das ist ein Film, den sich irgendwelche Drehbuchautoren ausgedacht haben, habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht und man sieht eindeutig im Film, dass dieser Zaun auch so nichts nützt. Die Dinos kommen da so oder so raus. Zumindest der T-Rex. Tja, der Tyrannosaurus hält sich eben weder an feststehende Regeln noch an den Terminplan des Parks. Oh Mann, wie ich es hasse, immer recht zu behalten. Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Der T-Rex wird auch Schafzahn genannt. Es ist ein Schafzahn! Schafzahn! Ah! Na, du bist ja niedlich. Ich möchte alle bitten, Ruhe zu bewahren.
Und was ist erst mit Flugsauriern? Wir haben einen Notfall im Vogelhaus. Komm schon, geh zu, schneller! Oh nein! Fliegvögelchen, flieg! Was zum Teufel ist denn das? Dr. Grant, sehen Sie! Vielleicht suchen Sie nur nach anderen Nestplätzen. Und was ist mit Schwimmsauriern? Schön, euch kennenzulernen. Okay, ganz ruhig, Leute. Wartet! Sie können mit Dinosauriern gut umgehen. Tja, die sind wie alle Tiere. Respektierst du sie, dann respektieren sie dich. Aber nichtsdestotrotz, je nach Tierart die passende Stromstärke wählen. That's a serious electric fence. I'm 4.5 years old. I need some excitement before I check out. Verband Deutscher Elektrotechnik hat da eine DIN-Norm mit relevanten Sicherheitsbestimmungen veröffentlicht. Und da drin steht, dass Stacheldraht untersagt ist wegen Verletzungsgefahr für Mensch und Tier. Look away! Moving on! Kommen wir zum letzten Versuch des Sam Neill, die Spannungsfreiheit des Elektrozauns zu prüfen. Drittens, selbst aufopfernd Berührungsprüfung. Kleiner Tipp am Rande. Ich war schon mal in einer Schaltanlage, / Umspannwerk, und man kann anhand seiner Körperhaare die Anwesenheit von elektrischen Feldern, also großen getrennten Ladungen, gleiche Spannungen, quasi erfühlen. Denn die Haare stellen sich auf. Das ist quasi so ein Bonus-Sinnesorgan, wenn man die passenden dipolhaltigen Haare hat, die auch nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Zurück zu Jurassic Park-Szene. Der Dino-Zaun, der gleichzeitig ein Maschendrahtzaun ist. Maschendrahtzaun. Was hier auch noch genormt ist, je nach Tierart, Anzahl der Drähte und optimale Höhe. Bei Geflügel, Hühner sind ja quasi die Nachfahren der Dinosaurier. Ich habe Ihr Buch gelesen. Glauben Sie wirklich, dass aus den Dinosauriern Vögel wurden, dass sie sich so entwickelt haben? Naja, ein paar Arten würden sich schon in diese Richtung entwickelt haben. Ich finde, die sehen überhaupt nicht wie Vögel aus. Das Schiff wird jetzt beladen. Alle Mitarbeiter müssen sich rechtzeitig zur Abfahrt um 19 Uhr an der Anlegestelle einfinden. Und bei Geflügel keine Drähte, sondern ein Netz, also Maschendrahtzaun. Das haben sie richtig gemacht in dem Film. Approved. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. Na, jedenfalls der Dinozaun hat eine Nennspannung von 10.000 Volt, also 10 kV. Ob AC, DC, gepulst oder permanent? Keine Ahnung. Wäre aber wichtig zu wissen, denn es ist nicht auf die richtige Frequenz eingestellt. Preisfrage. Was ist am gefährlichsten? Strom in Ampere oder Spannung in Volt? Genau, die in den Körper eingeprägte Energiemenge in Joule oder Wattsekunden. He moves in slowly and lays both hands on a cable and closes his fingers around it. Grant's body shakes. He screams. The kids scream. He stops and turns around slowly and smiles wickedly. That's not funny. That was great. Also wer sich das ausgedacht hat. Genial. Man sieht auch, dass der Zaun quasi bis fast unten zum Boden reicht. So weit, dass die Protagonisten nicht unten durch können. Hier sieht man eindeutig, der Kopf ist zu dick für die Masche. Hände schütteln ist aber weiterhin möglich. Schön, Sie zu sehen. Wir müssen hier einen Durchgang finden. Des Weiteren steht der Zaun auf einem Betonsockel, der vermutlich weniger gut leitet. Das Ganze muss so ausgelegt sein, dass es zu keinen Überschlägen der 10 kV am Boden des Zaunes mit der Umgebung kommt. Leider hat Sam Neill auch keinen Seitenschneider dabei. Die horizontalen Drähte sehen sehr robust aus, das Maschendrahtgeflecht eher weniger. An den dünnen Stützpfeilern gibt es auch Isolatoren, die das Hotwire, also die spannungsführenden Teile, also den Elektrozaundraht, halten sollen. Moment mal, irgendwie sieht es hier so aus, als ob es ja voll wenig Isolationsabstand zum Boden gibt. Es sei denn, diese dünnen Drähte sind gar nicht spannungsführend, aber die sehen so aus wie Metalldrähte, also warum nicht? Um wenigstens die Spannung des Filmes zu erhalten, entscheiden sie sich, hinüber zu klettern. Gute Entscheidung. Also nochmal zur Wiederholung, die 5 Sicherheitsregeln, wobei die Reihenfolge wesentlich ist. Erst freischalten, okay, wurde gemacht. Es war eher unbeabsichtigt, aber für die Spannung des Films, Wortspiel, und den Plot-Twist unersetzlich. Sie können den ganzen Park 3 Tage lang von diesem Raum aus mit ganz wenig Personal steuern. Glauben Sie, dass so eine Automation ein Kinderspiel ist? Ist ja merkwürdig.
Was? Das Sicherheitssystem der Türen schaltet sich ab. Nedry sagt ja doch, dass ein paar Systeme vorübergehend abgeschaltet wurden, oder? Was zum Teufel ist denn das? Was ist denn los? Im ganzen Park versagen auf einmal die Zäune. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Gott verdammt nochmal, ich hasse diesen Hackermist! Es hätte schlimmer kommen können. Viel schlimmer. Wow! Keine Sorge, schon okay. Auf der Absperrung ist genug Strom drauf, um den stärksten Dinosaurier abzuwehren. Solange nur dieses Licht da oben grün bleibt, kann uns hier nichts passieren. Es gibt mehrere Sicherheitssysteme. Und los! Bester Job aller Zeiten! Zu jeder Zeit! Claire? Was? Nein, das kann nicht sein! Kann es doch! Nein, das System ist sicher! Glauben Sie wirklich? Dann, gegen Wiedereinschalten sichern. Der Punkt läuft hier im Film wesentlich falsch, denn die versuchen die ganze Zeit, das Ding wieder einzuschalten. Jetzt alle Mann festhalten. Vielleicht sind beim Abschalten die Sicherungen durchgeknallt. Wir müssen sie nur neu einschalten. Wo sind denn die Sicherungen? Im Wartungsbunker am anderen Ende des Geländes. In 3 Minuten habe ich im gesamten Park wieder Strom. Verbrennen Sie, ich kann nicht länger warten. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich gehe rüber und stelle den Strom wieder an. Das ist kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Verstehen Sie? Also jetzt nur nicht zu bestürzen. Was ist eigentlich mit der Zugänglichkeit hier in diesem Film? Die elektrischen Betriebsmittel müssen so angeordnet werden, dass sie, soweit es notwendig sein kann, das Folgende erfüllen. Zugänglichkeit für Betrieb, prüfen, besichtigen, instandhalten und reparieren. Ich denke mal, das ist wieder der Spannung zum Opfer gefallen, also der Filmspannung. Also, das ist ein bisschen komplizierter, als das Küchenlicht einzuschalten. Aber ich glaube, ich kann den Plan lesen und Ihnen Anweisungen per Funk durchgeben. Wir müssen los, kommen Sie. Über Sexismus und Überlebenssituationen können wir diskutieren, wenn ich zurück bin. Geben Sie mir alles Schritt für Schritt durch, okay? John, ich bin drin. Großartig. Also. Direkt vor Ihnen ist eine Metalltreppe. Die gehen Sie runter. Nach ungefähr 8 bis 10 Metern kommen Sie zu einer T-Kreuzung. Dort gehen Sie nach links. Keine Folgen, John. Ich weiß, wie man einen Plan liest. Verdammt, eine Sackgasse. Warten Sie einen Augenblick, warten Sie. Moment mal, ja, Sie hätten da irgendwo nach rechts abbiegen müssen und dann... Ellie, gucken Sie mal nach oben. Da ist ein großes Kabel. Ein Röhrenbündel. Sein, folgen Sie dem. Okay, ich folge den Röhren. Timmy, wetten, dass ich schneller auf der anderen Seite unten bin, als du überhaupt oben bist? Worum geht's? Um die Ehre. Kommt, Kinder, das hier ist kein Wettkampf. Ich sehe den Kasten. Steht da Hochspannung drauf? Ja. Gut, dann wollen wir mal. Und rüber. Du hast dir Zeit, Tim. Schön festhalten, ja. Pass auf, dass du sicheren Halt hast. Langsam. Ebenfalls ein Filmfehler oder zumindest ein Fehler in der Errichtung der Anlage im Jurassic Park, die Notfallsteuerung. Denn wenn es im Falle einer Gefahr notwendig ist, sofort die Stromversorgung zu unterbrechen, muss eine Unterbrechungseinrichtung so errichtet werden, dass sie schnell erkannt sowie einfach und schnell bedient werden kann. Einfach und schnell. Ellie, Sie können den Hauptschalter nicht per Hand umlegen. Sie müssen den Hebel mehrmals auf- und abbewegen, damit es funktioniert. Er ist groß, flach und grau. Okay, dann versuche ich es jetzt. Das müsste ausreichen. Unter der Aufschrift Contact Position ist ein runder grüner Knopf. Auf dem steht Push to Close. Push to Close. Okay. Betätigen Sie ihn. Die roten Knöpfe schalten die einzelnen Systeme des Parks ein. Drücken Sie die auch. Du hast wohl recht, sowas kann jeder. Timmy als flotendes Potenzial hatten wir eben schon. Doch schauen wir nochmal Frame für Frame genau auf die Pyrotechnik. Zum Glück gibt's die Funken in einem gewissen Abstand neben Timmys Händen. Es ist wirklich Pyrotechnik. Genau wie das hier. Und nur nochmal, um das klarzustellen. Ein Lichtbogen sieht in Wirklichkeit so aus und entsteht vor allem beim Abschalten von großen elektrischen Strömen. That one lightning effect. Und die Filmemacher haben sogar im Zaun hängende Palmenblätter mit Pyrotechnik versehen, was eigentlich sinnlos ist, aber das ist trotzdem mit so viel Liebe und Detailtreue gemacht, das könnte ich nie. Not approved.
Not a thing. Schutz gegen thermische Auswirkungen. Die elektrische Anlage muss so eingerichtet sein, dass von ihr keine Gefahr der Entzündung brennbarer Materialien infolge hoher Temperatur oder eines elektrischen Lichtbogens ausgeht. Aber dann sähe es ja nur halb so spektakulär aus. Zusätzlich dürfen während des normalen Betriebs der elektrischen Betriebsmittel Personen und Nutztiere, ich zähle jetzt mal die Dinos ebenfalls zu Nutztieren, keiner Gefahr von Verbrennungen ausgesetzt sein. Ab 230 mA innere Verbrennungen, Zellzerstörungen und Verkochungen. Oh, Verkochung ist ein Begriff aus der Chemie. So, jetzt wird's ein bisschen chemisch. Die beim Erhitzen erfolgende thermische Zersetzung. Atembeschwerden und Bewusstlosigkeit ab 30 mA, aber die Loslassgrenze schon ab 10 mA. Also was war da los in dem Film? Das ist ein klarer Filmfehler. Erstens hätte er gar nicht loslassen können. Hier, Loslassschwelle. Ein Wert von 10 mA wird für männliche Erwachsene angenommen. Annahme 5 mA gilt für die Gesamtpopulation. Interesting, interessant. Der ist ja in einem hohen Bogen darunter gepustet worden. War bewusstlos und konnte nicht mehr atmen, aber davor hätte er auch nicht loslassen können, um so weit zu fliegen. Aber egal, geschenkt. Er hat's auf jeden Fall überlebt. Timmy! Timmy! Er atmet nicht mehr. Mr. Hammond, ich glaube, der Laden läuft wieder. Also was Timmy da widerfahren ist, ist wahrscheinlich ein Herz-Kreislauf-Stillstand, weil bewusstlos und Atemstillstand. Okay, Notfallplan, HLW, also Herz-Lungen-Wiederbelebung, 30 Mal Herzdruckmassage und 2 Mal beatmen. Im Skript steht, Grant is performing CPR, compressing Timmy's chest 15 times, quickly, and breathing into his mouth twice. Wahrscheinlich sind es hier nur 15 und nicht 30 Mal, weil das noch ein Kind ist. Kinderherzen schlagen ja noch was schneller als bei Erwachsenen. Wahrscheinlich deswegen. Ansonsten ist die Stelle medizinisch-elektrisch approved. Approved. Hat Sam Neill erfolgreich durchgeführt. Weiter geht's. Es wird keinem was passieren. Wer könnte die Kinder denn besser durch den Jurassic Park bringen als ein Dinosaurier-Experte? Ich bin doch Zauberer, das ist mein Beruf. Das wäre geschafft. Nun, das war keine Zauberei. Zauberei ist wirklich. Das war nur ein Kunststück. Dir stehen ja die Haare zu Berge. Nachdem Timmy wieder geerdet wurde, müssten auch die Haare wieder einfallen. Mein tapferer Tim, der menschliche Toast. Not approved. Das ist Haarspray. Kurz darauf sieht die Frisur aber wieder okay aus. Eine wunderschöne Geschichte. Um diesen Wahnsinn zu beenden, muss ich selbst wahnsinnig sein. Mr. Emmett, nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu durchgerungen, Ihren Park nicht zu befürworten. Ich schließe mich Ihnen an. Also ich würde die Errichtung dieses Dinosaurierparks als grob fahrlässig einstufen. Aber mit diesem Park hier wollte ich den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist. Etwas, das sie sehen und berühren können. Das ist doch ein edles Motiv. Und so etwas kann man nicht mit dem Verstand herangehen, nur mit Gefühl. Sie haben recht, Sie haben absolut recht. Das Leben findet einen Weg. Der Dino hier, der gehört meinem kleinen Bruder. Den hat der Opa 1993 im Kölner Zoo gekauft. Ich hatte eigentlich auch einen Dino, also einen Langhals, aber der ist irgendwie verschollen. Aber meine Mutter hat genug Ersatz besorgt, damit ich nicht traurig bin. Wenn ich aber doch Angst hab. Der hat ja so einen langen Hals, der kann ja nichts essen. Ja, was wollte ich noch erzählen? Das waren einige elektrotechnische Filmfehler. Ja, ich weiß, für mein Filmchen habe ich jetzt eine Menge Spielfilmszenen verwendet. Ich verlinke die alle, die gibt es alle auf YouTube zu sehen, gegen eine kleine Gebühr. Und ich behaupte mal, das ist Fair Use because of Public Education and Intellectual Production. So heißt es, genau. Der T-Rex stimmt mir auch zu. Ich habe schon mal 2 Filmchen gemacht zum Thema Filmszenen, wissenschaftlich geprüft. Einmal zum Thema Star Trek und Schwangerschaft und einmal zum Thema Star Trek Geburtsszenen, wissenschaftlich analysiert. Das ist ein ganz anderes Thema, aber da hat es bis jetzt auch hingehauen, dass die Filme oben geblieben sind. Was wollte ich noch erzählen? Und hier in diesem Buch gibt es ebenfalls eine wissenschaftlich geprüfte Filmszene, und zwar aus dem Film Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi, wo Prinzessin Leia ins Vakuum des Weltalls gepustet wurde und trotzdem überlebt hat. Und eine Dino-Referenz gibt es in dem Buch hier auch. Er sieht ein bisschen aus wie ein Oviraptor, weswegen wir ihn auch heimlich, aber liebevoll Dino nennen.
Er ist seltsam knochig und bewegt sich leicht gekrümmt und nach vorne geneigt fort. So waren Oviraptoren vielleicht doch ganz liebe Dinos. So wie Torben. So, jetzt habe ich eine Menge Werbung gemacht für alles Mögliche. Ja, was heißt Werbung? Das sind alles halt nur Referenzen auf Sachen, die auch verkauft werden. Ich komme hier meiner Kennzeichnungspflicht nach. Da habe ich aber selbst alles gekauft. Beziehungsweise ich habe es mir schenken lassen und dann ist es auch in Ordnung. Okay, liebe Dinos, das war's dann jetzt. Der Blockbuster ist hiermit zu Ende. Ach nee. Ich muss ja noch eine Frage für die Kommentare, aber schon eine Fachfrage. Ja, ich bin total verplant. Hier, folgendes. Ich finde, das ist ein interessantes Format, Filmszenen wissenschaftlich zu überprüfen. Und deswegen, falls demnächst irgendjemand einen Film sieht, wo irgendein elektrotechnischer Sachverhalt ein bisschen komisch dargestellt wurde, dann denkt an mich und teilt es mir irgendwie mit. Dann kann ich mir das mal anschauen. Das ist ein Schnellschnapper, der kann sogar den Mund auch zumachen. Ganz schnell. Kann auch in die Nase beißen. Jetzt aber, Klappe zu. Klappe zu.